Diabetes mellitus ist das griechisch-lateinische Wort für Zuckerkrankheit. Die Bezeichnung kommt von den beiden Hauptsymptomen des Diabetes mellitus. Mellitus heißt honigsüß. Das kommt daher, der Zucker bleibt im Blut und wird mit den Nieren ausgeschieden, darum ist der Urin süß. Diabetes ist das griechische Wort für Durchfluss. Das bezeichnet den Fakt, dass der Patient sehr viel trinkt und sehr viel Urin ausscheidet, weil der Körper durch die hohe Zuckerkonzentration eine Verdünnung machen will und dann Durst signalisiert. Das führt zu diesen beiden Symptomen. In der Schweiz gibt es nach unseren Schätzungen zwischen 250 und 300.000 Diabetikern. Und man geht davon aus, dass ebenso viele, also nochmals etwa 300.000, noch nicht diagnostiziert sind, also noch nicht von ihrer Krankheit wissen. Von den 250.000 Betroffenen rechnet man mit etwa 10%, also 25.000, die einen Typ 1 Diabetes haben, der sogenannte Jugenddiabetes. Die anderen 90% haben einen sogenannten Typ 2 Diabetes, den man auch Altersdiabetes genannt hat. Menschen, die diese Vererbung in sich tragen, haben ein erhöhtes Risiko, einen Typ 2 Diabetes zu entwickeln, wenn sie übergewichtig werden, wenn sie sich zu wenig körperlich bewegen, wenn sie sich ungesund ernähren und entsprechend eben an Gewicht zunehmen. Leider sind es auch heute schon vor allem Kinder und Jugendliche, die den sogenannten Altersdiabetes entwickeln. Dies liegt an unserer Lebensweise mit sehr viel mehr Übergewicht und Bewegungsmangel. Beim Diabetes mellitus Typ 2 ist das blutzuckersenkende Hormon Insulin ungenügend wirksam und deshalb ist der Blutzucker erhöht. Das Insulin ist dafür verantwortlich, dass der Blutzucker in die Muskulatur oder in das Fettgewebe aufgenommen wird, wo es gespeichert oder in Energie umgewandelt wird. Hinweise, dass man auf Zucker testen muss, sind, wenn man Zucker im Urin nachweist mit einem Streifentest, wenn man die Symptome, die ich besprochen habe, hat, also sehr viel Durst, sehr viel Urinausscheidung, vielleicht auch Gewichtsverlust und eben süßen Urin, was man von oben sieht, oder wenn man Probleme kriegt mit schwankender Sehschärfe oder durch Blutungsprobleme. Die beiden Sachen sind allerdings eher Spätzeichen. Die Diagnose des Diabetes ist bei allen Diabetesarten, ob jugendlich oder alt, gleich. Man muss einen erhöhten Blutzucker nachweisen im nüchternen Zustand. Typischerweise über 7 Millimol pro Liter nüchtern am Morgen gemessen, ist ein Hinweis, dass ein Diabetes vorliegt. Eine einmalige Messung reicht nicht, man sollte das mindestens zweimal bestätigen lassen. Ein chronisch erhöhter Blutzuckerspiegel ist für verschiedene Organe und Organsysteme schädlich. Er kann beispielsweise zu Nierenerkrankungen führen, zu Nierenschäden, kann zu Schäden am Augenhintergrund führen und erhöht das Risiko für einen Herzinfarkt beispielsweise, für Hirnschläge und für Nervenerkrankungen. Der HOMA-Index ist eine Berechnung, eine berechnete Zahl aus Insulin- und Glukosespiegel im Blut. Der HOMA-Index erlaubt die Abschätzung einer Insulinresistenz, das heißt nicht einer nicht schon bestehenden Zuckerkrankheit. Die Insulinresistenz kann schon da sein, wenn sowohl Insulin wie Glukose noch im Normbereich sind, also nicht erhöht, und gibt einen Hinweis darauf, dass später eventuell ein sogenannter Alters- oder Typ-2-Diabetes entwickelt werden könnte. Die Labortestung, gerade diese Testung auf Insulinresistenz, ist die einzige Möglichkeit, früh zu erkennen, ob ein Diabetes auftreten könnte, und der kann dann auch vermieden werden.